Mittwoch, 16. Oktober 1946. Im vornehmen Münchner Vorort Solln schütten amerikanische Soldaten die Leichenasche von 11 Personen in den träge fließenden Konventsbach. Sie können nicht wissen, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste der sogenannten deutschen Hauptkriegsverbrecher handelt, die erst wenige Stunden zuvor in der Turnhalle des Nürnberger Gefängnisses hingerichtet und im Krematorium des Münchner Ostfriedhofs verbrannt worden waren. Die Namen der Toten, unter ihnen ein Georg Munger und ein Abraham Goldberg, sagen den Soldaten nichts. Georg Munger war kein geringerer als Hermann Göring, der ehemalige Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Und hinter dem jüdisch klingenden Namen Goldberg verbarg sich Julius Streicher, einer der fanatischsten Antisemiten des Dritten Reiches. Das gleiche Schicksal traf Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Generaloberst Alfred Jodl, die Reichsminister Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick und Joachim von Ribbentrop, den Chef des Reichssicherheitshauptamtes Ernst Kaltenbrunner, Gauleiter Fritz Sauckel und den Reichskommissar für die besetzten Niederlande Arthur Seyß-Inquart. Der Öffentlichkeit teilte man lediglich mit, dass die Asche der Hingerichteten in einem Fluss irgendwo in Deutschland verstreut worden sei. Eine Schutzmaßnahme. Die alliierten Siegermächte befürchteten, dass bei Kenntnis des genauen Ortes irgendwann einmal ein Schrein errichtet werden könnte. Die Hinrichtungen in Nürnberg waren der Schlusspunkt des spektakulärsten Gerichtsverfahrens des 20. Jahrhunderts, eines internationalen Militärprozesses der Siegerstaaten gegen führende Repräsentanten des Dritten Reiches. Nürnberg im Mai 1945. Ein Bild wie überall in Deutschland. Infolge des massiven alliierten Bombardements liegt die historische Altstadt der fränkischen Metropole in Schutt und Asche. 60 Luftangriffe haben die geschichtsträchtige mittelalterliche Stadt in eine Ruinenlandschaft verwandelt. Was Generationen in 900 Jahren geschaffen hatten, ist nur noch ein Trümmerhaufen. Da im Verlauf des Krieges alle einsatzfähigen Männer an den Fronten kämpften, warfen die alliierten Piloten ihre Bomben vor allem auf Kinder, Frauen und alte Menschen. Unter den Opfern befanden sich auch zahlreiche Kriegsgefangene und Fremdarbeiter, die in Nürnberg zur Arbeit eingesetzt waren. Mit der Kapitulation der Wehrmacht war das Schicksal des Deutschen Reiches besiegelt. Wer das Inferno überlebt hat, ist den Siegermächten schutzlos ausgeliefert. Während die einzigartigen Bauwerke des mittelalterlichen Nürnbergs dem Erdboden gleichgemacht wurden, verschonten die angloamerikanischen Bomber das ehemalige Reichsparteitagsgelände am Dutzendteich. Sie brauchten es noch. Nach dem Krieg wollten die Amerikaner hier ihre Siegesparade abhalten. Da auch das Nürnberger Justiz- und Gefängnisgebäude vom Bombenterror verschont geblieben war, schlug General Lucius Clay die Stadt, die in der amerikanischen Besatzungszone lag, als Ort des Gerichtsprozesses vor, den die Alliierten gegen zahlreiche deutsche Angeklagte durchzuführen gedachten. Nicht nur die deutschen Städte waren zerstört. Insbesondere im Osten hatte der Krieg ungeheure Verwüstungen hinterlassen und immense Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert. Schon während des Krieges hatten die Siegerstaaten beschlossen, die politisch und militärisch Verantwortlichen auf deutscher und japanischer Seite vor einem alliierten Gericht anzuklagen. Am 13. Januar 1942 veröffentlichten sie eine Erklärung, in der es hieß: Wir beabsichtigen, die Bestrafung der für die Zerstörungen und Verbrechen Verantwortlichen auf dem Wege der Rechtsprechung durchzusetzen. Eine Forderung, die der britische Premierminister Churchill nicht teilte. Er plädierte dafür, die führenden feindlichen Politiker ohne Prozess zu erschießen. Die entsetzlichen Folgen des Krieges riefen anfangs auch auf amerikanischer und russischer Seite Rachegedanken hervor.
Roosevelt und mehrere seiner Minister trugen sich mit Liquidierungsabsichten gegen Hitler und seine wichtigsten Mitarbeiter. Eisenhower forderte, gefangene deutsche Politiker auf der Flucht erschießen zu lassen. Noch weiter ging der sowjetische Staatschef Josef Stalin. Er verlangte, wenigstens 50.000 deutsche Offiziere und politisch Verantwortliche zu liquidieren. Forderungen, die sich so nicht durchsetzten. Am 30. Oktober 1943 kündigten alliierte Vertreter in Moskau an, deutsche Kriegsverbrecher jeweils in den Ländern, in denen sie ihre Verbrechen begangen hätten, nach den dort geltenden Gesetzen aburteilen zu lassen. Im Februar 1945 bekräftigten Roosevelt, Stalin und Churchill in Jalta noch einmal ihre Absicht, alle deutschen Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Zu diesem Zweck sollte ein sogenanntes internationales Militärtribunal geschaffen werden, das aus Vertretern der vier wichtigsten Siegerstaaten bestand. London im Sommer 1945. Vertreter der USA, Englands, Frankreichs und der UdSSR beraten über die Statuten des geplanten Internationalen Militärgerichtshofes. Da das geltende Völkerrecht kaum Möglichkeiten für eine juristische Anklage gegen gegnerische Politiker bot, schlugen die USA vor, ein neues Völkerrecht zu begründen, das in Zukunft für alle Nationen Geltung haben sollte. Der Vorschlag stieß bei den sowjetischen Vertretern auf Ablehnung. Wohlwissend, dass auch ihre Regierung im Verlaufe des Krieges abscheulichste Verbrechen befohlen hatte, forderten sie, das neue Recht ausschließlich gegen Deutschland anzuwenden. Nach wochenlangen Debatten einigte man sich auf folgenden Kompromiss. Die Straftatbestände des neuen Völkerrechts sollten für alle Nationen gelten. Das Nürnberger Militärtribunal aber war ausschließlich für die von Deutschen begangenen Verbrechen zuständig. Etwaige Verbrechen der Sieger standen nicht zur Debatte. Otto Kranzbühler, der Verteidiger von Großadmiral Karl Dönitz, beurteilt diese Vorgehensweise wie folgt. Der Nürnberger Prozess war gewiss der Versuch, eine neue Ära einzuleiten. Nicht dadurch, dass man Kriegsverbrechen zur Aburteilung brachte. Das war in der Haager Landkriegsordnung auch schon vorgesehen und möglich. Sondern darin, dass ein neuer Delikttatbestand erfunden wurde, nämlich das Verbrechen gegen den Frieden. Eine Schlüsselrolle fiel dem amerikanischen Chefankläger Robert H. Jackson zu. Jackson, Mitglied des obersten Gerichtshofes der USA und hinter vorgehaltener Hand als nächster Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei gehandelt, hatte sich zunächst gegen ein juristisches Verfahren ausgesprochen. Wenn wir Deutsche aus politischen Gründen erschießen wollen, dann tun wir es eben. Aber verstecken wir die Tat dann nicht hinter dem Rauchschleier eines Gerichts. Später änderte er seine Meinung und plädierte für einen Gerichtsprozess, der sich gegen die Verantwortlichen des Dritten Reiches wenden sollte. Ich fürchte, er war politisch so wenig und geschichtlich so wenig geschult, dass er wirklich daran geglaubt hat, man könnte Außenpolitik unter strafrechtlichen Gesichtspunkten machen. Das hat ihm beinahe von den amerikanischen Politikern schon damals keiner abgenommen. Und viele seiner Kollegen im Richteramt haben das ja total abgelehnt. Der Präsident des Gerichts damals hat Nürnberg als High-Grade-Lynching bezeichnet. Und ein anderer Richter, Thomas Clark, hat seine Mitwirkung an der Gesetzgebung damals als einen schweren Fehler in seinem Leben angesehen. Im Nürnberger Gerichtsgebäude richteten derweil Handwerker den Saal 600 für den anstehenden Prozess her. Ein Podium für das Hohe Gericht, zwei Tribünen für Zuschauer und 250 Journalisten sowie eine Großleinwand für Karten, Dokumente, Fotos und Filmvorführungen. Die aufwendigste Neuerung war eine eigens von IBM entwickelte Simultandolmetscheranlage, die es erlaubte, von jedem Platz des Gerichts aus auf eine der vier Prozesssprachen, Englisch, Französisch, Russisch und Deutsch, umzuschalten. Scheinwerferanlagen sorgten dafür, dass amerikanische und sowjetische Kamerateams den gesamten Prozessverlauf filmen konnten.
Parallel dazu wurde der Prozess auch ungekürzt mitgeschnitten. Diese Tonmitschnitte sind historisch von Bedeutung, denn sie enthalten Passagen, die in den gedruckten und angeblich vollständig veröffentlichten Protokollen des Prozesses nicht zu finden sind. Bis heute sind von den rund 2000 Stunden Film, die während des Prozesses entstanden sind, nur wenige Stunden veröffentlicht. Material, das über weite Strecken relativ belanglos ist. Die in den Augen der Alliierten umstrittenen und verfahrenskritischen Auftritte der Angeklagten und ihrer Verteidiger lagern dagegen noch immer in den Archiven. 20. November 1945. Unter großen Sicherheitsauflagen begann der mit Spannung erwartete Prozess des Jahrhunderts. Das Gerichtsgebäude selbst durfte nur mit einem Sonderausweis betreten werden. 21 Angeklagten und 70 Verteidigern standen 100 Ankläger gegenüber. Das Gericht bestand aus 8 Richtern, von denen 4 stimmberechtigt waren. Ein Amerikaner, ein Russe, ein Brite und ein Franzose. Nach der feierlichen Eröffnung verfügte der vorsitzende Richter die Verlesung der 49 Seiten starken Anklageschrift, die 4 Anklagepunkte umfasste. Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung, Entfesselung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verbrechen und Verstöße gegen das Kriegsrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Anschluss daran wurden die Namen der Angeklagten verlesen. Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Palmar Schacht, Karl Dönitz, Erich Rieder, Baldur von Schirach, Fritz Sattel, Alfred Jodl, Franz von Papen. Zusätzlich zu den genannten waren Albert Speer, Konstantin von Neurath, Arthur Seyß-Inquart und Hans Fritzsche angeklagt. 4 Angeklagte fehlten. Robert Ley hatte am 26. Oktober Selbstmord begangen. Gustav Krupp von Bohlen-Halbach wurde nach einem Schlaganfall für verhandlungsunfähig erklärt. Gegen Martin Bormann, der als vermisst galt, wurde in Abwesenheit verhandelt. Und Ernst Kaltenbrunner, der ebenfalls einen Schlaganfall erlitten hatte, konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder an den Verhandlungen teilnehmen. Was aber zumindest in der Neuzeit ohne Beispiel ist, ist die Tatsache, dass hohe und höchste Soldaten unter äußerst fragwürdigen Anschuldigungen abgeurteilt und auf schimpfliche Weise hingerichtet wurden. Hätte man eben diesen Maßstab, Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges, an die Siegermächte angelegt, die ja mit großem Fleiß bis dato und auch danach nichts anderes getan haben, als fremde Völker mit Gewalt zu unterwerfen, dann hätten die Hinrichtungen wohl noch einige Monate länger in Anspruch genommen. Obwohl sich unter den Angeklagten einige hohe Persönlichkeiten befanden, fehlte die Führungsspitze des Dritten Reiches. Adolf Hitler und Josef Goebbels hatten sich kurz vor Kriegsende das Leben genommen. Heinrich Himmler verstarb am 23. Mai 1945 unter mysteriösen Umständen in britischer Haft. Die Anklage richtete sich aber nicht nur gegen einzelne Personen, sondern auch gegen 6 Organisationen. Das Korps der politischen Leiter der NSDAP, die SS, die SA, die Reichsregierung, den Generalstab und die Gestapo. Unter den Beschuldigten waren viele Männer, bei denen die Anklageunterlagen rechtdürftig waren. Zum Beispiel bei Karl Dönitz, auch bei Rieder, bei Hjalmar Schacht, bei Gustav Krupp von Bohlen und bei Konstantin von Neurath. Einige andere wurden einbezogen, weil man sie als Stellvertreter für nicht vorhandene Angeklagte sah. Keitel für den toten Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler,
Kaltenbrunner an der Stelle des toten Reichsführers SS Heinrich Himmler und Fritzsche stand an der Stelle des toten Reichsministers Josef Goebbels. In seiner Anklageeröffnung erklärte der amerikanische Chefankläger Robert Jackson, auf welcher Rechtsgrundlage dieser Prozess basieren sollte. For crimes against the peace of the world. Der Vorzug, eine Gerichtsverhandlung über Verbrechen gegen den Frieden der Welt zu eröffnen, wie sie hier zum ersten Mal in der Geschichte abgehalten wird, legt uns eine ernste Verantwortung auf. Die Untaten, die wir zu beurteilen und zu strafen suchen, waren so ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen. Sie würde sonst eine Wiederholung solchen Unheils nicht überleben. Dass vier große Nationen, erfüllt von ihrem Sieg und schmerzlich gepeinigt vom geschehenen Unrecht, nicht Rache üben, sondern ihre gefangenen Feinde freiwillig dem Richtspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutsamsten Zugeständnisse, das die Macht der Vernunft eingeräumt hat. Hatte sich die Macht wirklich dem Recht untergeordnet? Der Inspirator des Londoner Statuts war Robert Jackson vom Obersten Gerichtshof der USA. Eigentlich ging er davon aus, dass die Alliierten sich immer noch technisch im Kriegszustand mit Deutschland befänden, obwohl die politischen und militärischen Einrichtungen des Feindes zusammengebrochen seien. Als Militärgerichtshof stelle er eine Fortsetzung der Kriegsanstrengungen der alliierten Nationen dar. Unter den sogenannten allgemeinen Prinzipien des Rechts, General Principles of Law, muss man zählen, dass der Ankläger auch mit sauberen Händen kommt. Das ist, was man nennt, the Clean Hands Doctrine. Das ist verwandt mit einem anderen General Principle of Law, die man nennt tu quoque. Also ich kann nicht als Ankläger auftreten, wenn ich selbst dieselben Verbrechen begangen habe, die ich dem anderen vorwerfe. 60 Jahre nach Ende des Prozesses kritisieren Juristen, Politiker und Wissenschaftler gleichermaßen grundlegende strukturelle Mängel des Verfahrens. Sind Straftatbestände im Nachhinein geschaffen worden, die sozusagen geschaffen worden sind, nachdem die Taten, die abgeurteilt werden sollten, begangen worden waren? Also, es war der Tatbestand des Herbeiführen eines Angriffskrieges. Das hat es bisher noch nicht gegeben, dass Staatsmänner, die einen Krieg begonnen hatten, aus welchen Gründen immer, dafür, wenn sie ihn verloren hatten, zur Verantwortung gezogen werden konnten. Ein Tribunal muss die Anklage und das Richten voneinander trennen. Es ist problematisch, wenn die Ankläger und die Richter dieselbe sind. Ich werde gerichtsförmig ihn behandeln, obgleich ich selber Partei bin. Und ich werde sogar für diesen Prozess selber die Gesetze machen. Ich als Richter und Partei, nämlich ehemaliger Feind des besiegten Feindes, mache auch noch die Gesetze und exekutiere die auch noch. Und das war eben eine einzige Verhöhnung der Justiz. Ich habe absolut keinen Zweifel, dass wenn alle Beteiligten am Zweiten Weltkrieg vor dem Gericht kämen und wenn dieselben Maßstäbe einfach ganz objektiv angewandt werden, da wäre kein einziger Politiker unbestraft geblieben. Der Nürnberger Prozess wurde so geführt, dass er auch die dunklen Seiten
der anglosächsischen Politik und der stalinistischen Politik nicht aufgedeckt hat. Nur zum Beispiel, wer war schuld an der Entfesselung des Krieges? Natürlich hatte Hitler Kriegspläne, ein Konzept des Krieges, das noch in Mein Kampf dargelegt wurde. Aber dieser Krieg, der Zweite Weltkrieg, hatte zweifellos viele Väter. Man muss ihre Rolle, die Rolle von Roosevelt, Churchill und Stalins, richtig beurteilen. Nun, unsere Geschichtsschreibung hat vieles getan, um die Rolle Stalins zu zeigen. Und Stalin hat für Hitler grünes Licht zur Entfesselung des Zweiten Weltkrieges gegeben. Das ist die Tatsache. Und man kann diese Tatsache jetzt nicht verschweigen. Im Vertrauen auf eine faire Behandlung hatte sich mit Reichsmarschall Hermann Göring, lange Zeit die Nummer 2 des Dritten Reiches, der prominenteste Angeklagte den Amerikanern ergeben. Doch schon wenige Tage nach seiner Gefangennahme war klar, dass die Sieger ihn wie einen gewöhnlichen Verbrecher behandeln und zum Angeklagten Nummer 1 erklären würden. Göring machte sich keine Illusionen über den Prozessausgang. Gegenüber einem Vertrauten äußerte er, dass ihn und die meisten Angeklagten im besten Fall ein Marmorsarg erwarten würde. Dieses unabwendbare Schicksal vor Augen entwickelte sich Göring zum scharfzüngigsten Widerpart der Anklage. Indem er für viele Geschehnisse die persönliche Verantwortung übernahm, wollte er das deutsche Volk und die Großorganisationen des Dritten Reiches vor kollektiven Schuldvorwürfen schützen. Da es den Gefangenen verboten war, miteinander zu sprechen, nutzte Göring die gemeinsamen Mittagessen, um die Mitangeklagten auf eine einheitliche Verteidigungslinie einzuschwören. Als die Anklage davon erfuhr, setzte sie durch, dass Göring sein Essen isoliert in seiner Zelle einnehmen musste. Einer der Vorwürfe gegen Göring lautete, er sei für den Reichstagsbrand im Februar 1933 verantwortlich. Als Hauptbelastungsdokument verwies die Anklage auf das Buch »Gespräche mit Hitler« des ehemaligen Danziger Senatspräsidenten Hermann Rauschning. Darin hieß es, Göring habe ihm gegenüber zugegeben, für den Reichstagsbrand verantwortlich zu sein. Rauschning, zunächst ein überzeugter Nationalsozialist, hatte sich im Laufe der Jahre mit Hitler überworfen und war 1934 in die Schweiz geflohen, wo er 5 Jahre später das zur Beweisführung herangezogene Buch geschrieben hatte. Auf dieses angebliche Dokument hingewiesen, antwortete Göring dem amerikanischen Ankläger Jackson: Herrn Rauschning habe ich in meinem Leben nur 2-mal ganz flüchtig gesehen. Wenn ich schon den Reichstag angezündet hätte, so würde ich das, wenn überhaupt, nur im allerengsten Vertrauenskreis bekannt gegeben haben. Einem Mann gegenüber, den ich überhaupt nicht kenne und von dem ich heute nicht sagen kann, wie er überhaupt ausgesehen hat, würde ich mich niemals geäußert haben. Es ist eine absolute Fälschung. Jackson jedoch glaubte den Ausführungen Rauschnings. Heute steht fest, dass nicht Göring, sondern der holländische Staatsbürger Marinus van der Lubbe den Reichstag angezündet hat. Eine Tat, für die er schon 1933 zum Tode verurteilt worden war. In seinem Buch behauptete Rauschning auch, über 100 persönliche Gespräche mit Hitler geführt zu haben. In diesen Gesprächen habe Hitler ihm schon im Jahre 1933 seine kompletten Kriegs- und Völkervernichtungspläne anvertraut. Da Göring wusste, dass Rauschning log, wollte er ihn zu einem Kreuzverhör vorladen lassen, um ihn bloßzustellen. In diesem Zusammenhang überreichte er seinem Verteidiger Dr. Hänsel eine handschriftliche Notiz. Dass er darin den Namen Rauschnings falsch schrieb, offenbart, wie unbekannt ihm der angebliche Zeuge war. Rauschning lügt wie kein Zweiter. Er war nie Vertrauter Hitlers und hatte höchstens 4 bis 5 kürzere Unterredungen mit Hitler. Dafür werde ich eine Reihe einwandfreier Zeugen benennen können, besonders ganz klar für die nur wenigen und kurzen Unterredungen, die er mit Hitler hatte. Ich würde diese Zeugen dann beantragen. G. Doch das Gericht wendete die drohende Blamage für die Anklage ab.
Da Rauschning im Ausland lebte, konnten die Richter seine Vorladung aus formalen Gründen ablehnen. Ein solches Vorgehen war kein Einzelfall. Immer wieder blockierte das Gericht die Vernehmung von Zeugen, deren Vorladung die Verteidigung beantragt hatte. Nicht erwünschte Zeugenaussagen wurden so von vornherein unterbunden. Heute weiß man, dass Rauschning seine angeblichen Gespräche mit Hitler frei erfunden hat. Der Wert seines Buches als Dokument ist daher gleich null. Als Göring von Jackson nach seiner Rolle im sogenannten Röhm-Putsch des Jahres 1934 befragt wurde, kam es zu einem erneuten Schlagabtausch. Nun, wenn Sie wollten, dass gewisse Leute umgebracht werden sollten, mussten Sie eine Organisation besitzen, die Sie umbringen würde, nicht wahr? Röhm und die übrigen wurden doch nicht von Hitler oder von Ihnen eigenhändig getötet, nicht wahr? Röhm, die Affäre Röhm habe ich hier deutlich ausgeführt. Das war ein Staatsnotakt und ist durch die Polizei durchgeführt worden. Wenn es aber ein Staatsnotakt war, jemanden zu töten, so mussten Sie jemanden haben, der es ausführte, nicht wahr? Ja, wie in anderen Staaten auch, ob das nun Secret Service heißt oder woanders, weiß ich nicht. Immer wenn Göring darauf hinwies, dass auch andere Staaten ähnliche Verbrechen begangen hatten, reagierte die Anklage sichtlich nervös und versuchte, die Debatte darüber zu verhindern. Sie negierte damit Gräueltaten, deren Ausmaß heute nicht mehr in Frage gestellt wird. Die größten Verbrechen unsererseits, der Alliierten, also der Sieger, waren verbunden also mit der gezielten Flächenbombardierung von Bevölkerungszentren. Diese 1000 Bomberschwärme, sie haben vielleicht bis 600.000 Zivilpersonen als Todesopfer gefordert. Als die Sowjetarmee in Ostpreußen einmarschierte und dann später in Pommern und Schlesien, in Ostbrandenburg, dass sie 2 Millionen Frauen vergewaltigt haben und dass sie die Zivilbevölkerung massakrierten. Also das ist ohne Frage ein Verbrechen gegen die Menschheit. Zum Eklat kam es, als Jackson Göring vorwarf, er habe zum Zweck der Befreiung des Rheinlandes im Jahre 1936 geheime Mobilisierungsmaßnahmen getroffen. Und Göring ihm mit folgenden Worten antwortete. Ich glaube, mich nicht zu erinnern, die Veröffentlichung der Mobilmachungsvorbereitung der Vereinigten Staaten jemals vorher gelesen zu haben. Jackson verlor die Kontrolle und knallte wütend einen Aktenbündel auf das Stehpult. Eine Szene, die weder im Ton noch im Bild verfügbar ist. Die veröffentlichten Filmaufnahmen setzten erst wieder ein, nachdem Jackson sich halbwegs beruhigt hatte und ausführte. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das Gericht die Kontrolle über dieses Verfahren verliert, wenn dem Angeklagten erlaubt wird, seine Propaganda anzubringen. Ich glaube wirklich, dass den Vereinigten Staaten bei dieser Vorgehensweise die Möglichkeit eines wirklichen Kreuzverhörs genommen wird. Auf den Hinweis des britischen Lordrichters Lawrence, dass den Aussagen Görings nicht zu viel Gewicht beigemessen werden sollte, sprach Jackson in verblüffender Offenheit aus, worum es ihm wirklich ging. Es handelt sich um die Kontrolle dieses Verfahrens. Es scheint mir, dass das Verfahren außer Kontrolle gerät, wenn ich das so sagen darf, wenn wir nicht die Situation in den Griff bekommen. Jacksons Sorge war nicht unbegründet. Wäre das Gericht gezwungen worden, einzugestehen, dass Verhaltensweisen, die den Angeklagten zur Last gelegt wurden, in gleicher oder ähnlicher Weise von den Siegerstaaten selbst praktiziert worden waren, so wäre der Prozess außer Kontrolle geraten. Doch so weit ließen es die Richter gar nicht erst kommen. Eine weitere Problematik des Prozesses lag in der fehlerhaften Übersetzung von Dokumenten. Zahlreiche sinnentstellende Übersetzungsfehler, die nicht immer korrigiert wurden, belasteten die Angeklagten. Das ist leider der Fall bei sämtlichen Übersetzungen hier in den 42 Bände des Nürnberger Prozesses.
dass wenn das Original Englisch war oder Französisch oder Russisch, ist die deutsche Übersetzung nicht immer befriedigend. Kitta Wagner ist eine der letzten noch lebenden Augenzeugen des Prozesses. Sie erinnert sich an ein weiteres Problem des Verfahrens, die Vorladung und Behandlung der Zeugen. Im November 1945 war ich 21 Jahre alt. Und ich war Sekretärin als Nürnbergerin des Nürnberger Rechtsanwalts Dr. Bergold, der als Pflichtverteidiger für den nicht anwesenden Bormann bestellt wurde. Der besondere Nachteil der Verteidigung war, dass sie erstens keine ausländischen Zeugen benennen konnten. Die wurden also nicht vorgeladen. Und zweitens, dass alle Zeugen, die sie benennen wollten oder konnten als Entlastung, diese Zeugen befanden sich ja alle in Arbeitslagern. Die waren ja alle gefangen genommen. Alles, was Rang und Namen hatte, war in Lagern. Und die Anwälte mussten also den entsprechenden Entlastungszeugen benennen, dass sie überhaupt erst einmal gefunden wurde. Und außerdem mussten sie genau aussagen, was der Entlastende sagen sollte. Und das war ja das Gefährliche dran. Dann wussten die genau, wie wichtig war die Entlastungsaussage. Und dann habe ich selbst erlebt, dass man diese Zeugen entweder verschwinden hat lassen oder man hat sie beeinflusst. Die wurden ja erst von der Anklagebehörde irgendwie erfasst und vernommen. Und dann kann man sich vorstellen, wie die bereits beeinflusst worden sind, auszusagen. Entgegen der Vereinbarung zwischen Anklagebehörde und der Verteidigung, Belastungszeugen vorher anzuzeigen, damit sich die Verteidigung darauf vorbereiten konnte, trat am 11. Februar 1946 der Überraschungszeuge der Anklage auf, der ehemalige deutsche Generalfeldmarschall Friedrich Paulus. Paulus, der sich seit der Kapitulation der 6. Armee in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befand, war, wie man heute weiß, in einer Villa bei Moskau auf seinen Auftritt in Nürnberg vorbereitet worden. Ein bei dieser Gelegenheit entstandenes Geständnis von Paulus wurde dem Gericht durch den russischen Ankläger Rudenko als Beweisstück vorgelegt. Um zu verhindern, dass Paulus Dritten gegenüber anderslautende Aussagen machen könnte, wurde er während seines gesamten Aufenthaltes in Nürnberg in sowjetischem Gewahrsam gehalten. Dass ich nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Would you like to sit down? Bitte setzen Sie sich. Wer waren die Verantwortlichen für die Vorbereitungen und Ausführungen des Überfalles auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941? Von den Angeklagten, soweit sie in meinem Blickfeld lagen, die ersten militärischen Berater Hitlers. Das ist der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Keitel. Der Chef des Wehrmachtsführungsamtes, Jodl. Und Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall, als Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Hans Laternsa, der Verteidiger des Generalstabs, reagierte auf das unangemeldete Auftreten von Paulus mit folgendem Antrag. Ich bitte, mir als Verteidiger des Generalstabes die Gelegenheit zu geben, die Fragen, die ich an den Zeugen zu richten habe, morgen Vormittag zu stellen. Der Zeuge ist für die Verteidigung jedenfalls überraschend von der Anklagebehörde gestellt worden. Und ich halte eine Besprechung über die zu stellenden Fragen für insbesondere wegen der Wichtigkeit der Zeugenaussage für unbedingt erforderlich. Am nächsten Tag äußerte sich Paulus zur Frage der Verbrechen im Verlauf des deutschen Feldzuges gegen die Sowjetunion, an dem er selbst in entscheidender Stellung teilgenommen hatte. Ich habe gerade erläutert, dass ich damals, als ich den Befehl übernahm, den Umfang des Verbrechens, das in der Eröffnung und Durchführung dieses Eroberungskrieges lag, nicht in dem Umfang und in der Schärfe erkannt hatte und erkennen konnte, wie es meine Erfahrungen
die ich als Oberbefehlshaber der 6. Armee bei Stalingrad sammeln musste, dann ergaben. Auf einen Einwand der Verteidigung hinsichtlich seiner eigenen Verantwortung reagierte er geradezu hilflos. Warum haben Sie denn in diesem ausführlichen Schreiben die Hunderttausende von deutschen Soldaten ganz vergessen, die unter Ihrem Oberbefehl standen und unter Ihrem Oberbefehl Freiheit, Gesundheit und Leben verloren haben? Kein Wort davon. Nein? Nein. Dass sich der ehemalige Generalfeldmarschall nicht mehr an den sowjetischen Truppenaufmarsch im Jahre 1941 und seine eigene, seinerzeit geäußerte Beurteilung des deutschen Feldzuges als Präventivschlag erinnern konnte, erklären verschiedene Historiker mit dem massiven Druck der Sowjetunion auf ihn und seine Familie. Während der Anklage alle notwendigen Zeugen zur Verfügung standen, waren Zeugen, die von der Verteidigung angefordert wurden, plötzlich nicht mehr auffindbar. Das galt nicht nur für den Hauptkriegsverbrecherprozess, sondern auch für zahlreiche nachfolgende Prozesse, wie der gegen den ehemaligen Generalfeldmarschall Eberhard Milch. Milch war ursprünglich überhaupt nicht angeklagt. Er geriet erst in die Mühlen der Justiz, als er sich bei einer Vernehmung im Vorfeld des Nürnberger Prozesses weigerte, gegen Göring und die anderen Angeklagten auszusagen. Ich kann jetzt schildern, dass mir Milch eine eidesstattliche Versicherung diktiert hat, indem er schilderte, wie diese Vernehmung stattgefunden hat, die ich nur kurz wiedergebe. Der Vernehmende, ein gut sprechender Mann, deutsch sprechender Mann, hat ihm also angedroht, wenn er nicht im Sinne der Anklage aussagen würde als Hauptzeuge in dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, würde er selbst einen Kriegsverbrecherprozess bekommen. Über diesen Vorgang existiert auch eine eidesstattliche Versicherung von Generalfeldmarschall Milch persönlich unterzeichnet. In ihr heißt es: Am 17.09.1945 suchte mich im Vernehmungslager Kaufbeuren der mir schon aus England her bekannte Vernehmer Major Emery oder Engländer, wie er sich in Deutschland nannte, auf. Herr Emery fragte mich nach meiner Abstammung und meinte, wenn ich jüdischer Abstammung sei, dann würde er mich aus der ganzen weiteren Verfolgung herausnehmen können. Als ich ihm mitteilte, dass seine Vermutung nicht zuträfe, meinte er, dann könne er es nicht ändern. Emery sagte mir dann, falls ich weiter zugunsten von Göring, Speer und den anderen im Internationalen Militärgerichtshof Angeklagten aussagen würde, müsste ich selber mit einem Kriegsverbrecherverfahren gegen mich rechnen. Ich erwiderte, dass ich keinerlei Kriegsverbrechen begangen habe und daher nicht sehen könne, wie man mir einen Prozess machen wolle. Emery antwortete, das ist eine Kleinigkeit. Wenn wir wollen, können wir gegen jeden Deutschen einen solchen Prozess auf die Beine bringen, ganz egal, ob er ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Ich erwiderte ihm, dass ich nur die Wahrheit sagen könne und dass meine Person keine Rolle spiele. Milch ließ sich nicht einschüchtern. Als er als Zeuge während des Nürnberger Prozesses gefragt wurde, ob er sich an eine Gelegenheit erinnere, bei der einer der Angeklagten sich öffentlich gegen den Krieg ausgesprochen habe, antwortete er wahrheitsgemäß: Öffentlich kann ich mich nicht entsinnen. Ich möchte aber glauben, dass auch für die hier angeklagten Herren die ganze Frage des Krieges als eine große Überraschung gekommen ist. Der Reichsmarschall hat niemals dem Führer vor der Öffentlichkeit oder vor einem größeren Kreise von seinen Offizieren stark opponiert, weil Hitler eine solche Opposition nicht duldete. Eine Aussage, die Milch die Freiheit kosten sollte. Wie von Emery angedroht, eröffneten die Alliierten kurze Zeit später einen Prozess gegen Milch, an dessen Ende er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Um das gewünschte Urteil zu erwirken, operierte die Anklage sogar mit gekauften Zeugen, deren frei erfundene Aussagen abgesprochen waren und die nicht selten mehrere Angeklagte gleichzeitig belasteten. Ich erinnere mich noch an die Aussage eines Krüsiak, der sich als Luftfahrtingenieur ausgegeben hat und der also so schreckliche Dinge aussagte, dass wir ganz erschüttert waren und mühsam nur dem Milch glauben konnten, dass es gar nicht so war.
Es hat sich herausgestellt, dass dieser Grüsius ein 12-mal bestrafter Berufsverbrecher war und gar kein Luftfahrtingenieur. Und es ist rausgekommen durch andere Anwälte in der Revision, der war auch Zeuge in anderen Prozessen. Am 28. November 1945 rief die Anklage den ehemaligen Generalmajor Erwin Lahusen in den Zeugenstand. Als Abwehroffizier war er Zeuge der Partisanenbekämpfung und von Aktionen der Einsatzgruppen in Russland, gegen die er schon seinerzeit Protest erhoben hatte. Der sowjetische Ankläger Rudenko fragte Lahusen, ob seine damaligen Proteste Auswirkungen gezeigt hätten. Sie haben, wie ich schon ausgeführt habe, äußerst bescheidene Resultate gehabt, die man kaum als Resultat im Sinne des Wortes bezeichnen kann. Denn ich kann die Tatsache, dass Exekutionen statt vor den Augen der Truppe 500 Meter abseits stattfinden, nicht in irgendeinem Sinn als positives Resultat bezeichnen. Dann schaltete sich der britische Richter ein. Ich möchte den Zeugen fragen, ob die Befehle zur Tötung von Russen und im Zusammenhang damit die Behandlung von Kriegsgefangenen schriftlich gegeben wurden. In meiner Kenntnis nach ja. Nur habe ich sie selbst nicht gesehen und gelesen. Ohne den geschilderten Sachverhalt in Frage stellen zu wollen, sei darauf hingewiesen, dass das Gericht hier eine Aussage als Beweis für die Existenz und Echtheit von Dokumenten akzeptiert, die der Zeuge nach eigenen Aussagen selbst nie gesehen hat. Ich habe im Prozess erlebt, dass insbesondere eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt worden sind, die vielfach auf Drittaussagen beruhen. Die Dokumente, die verwendet wurden, waren ausschließlich Originaldokumente. Von ihnen wurde in Nürnberg eine Mastercopy angefertigt, die zusammen mit dem Original im Panzerschrank verwahrt wurde. Eigentlich sollten nur Originaldokumente verwendet werden. Es wurde allerdings den Russen immer häufiger gestattet, dass sie auch Fotokopien von Originalen vorlegten, von denen sie sagten, sie würden die Originale später beibringen, was nie geschehen ist. Damit war dem russischen Vertreter Tür und Tor für falsche Unterlagen geöffnet worden. Der ehemalige Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop hatte alle seine Hoffnungen auf die ihn entlastende Aussage seines ehemaligen Unterstaatssekretärs Friedrich Gauß gesetzt. Gauß hatte seinen Minister im letzten Jahr vor dem Krieg und auch während des Krieges zu allen Konferenzen begleitet und alle Verträge mit dem Deutschen Reich formuliert. Er kannte also auch den geheimen Zusatzvertrag, der im August 1939 mit der UdSSR abgeschlossen worden war. Das 1939 noch vor Kriegsbeginn zwischen Stalin und von Ribbentrop ausgehandelte geheime Zusatzprotokoll des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes hatte Ost-Mitteleuropa in Interessengebiete zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich aufgeteilt. Gemäß dieser Absprache wurde das besiegte Polen Ende September 1939 zwischen der Sowjetunion und Deutschland aufgeteilt. Dieser Vertrag war also ein unumstößlicher Beweis dafür, dass nicht nur Hitler ein Aggressor gegen Polen war, sondern in gleichem Maße auch Stalin. Um zu verhindern, dass Gauß vor dem Gericht über die Komplizenschaft zwischen Hitler und Stalin berichten würde, war der Sowjetunion jedes Mittel recht. Mit Erfolg. Tatsächlich sagte Gauß am Ende gegen von Ribbentrop aus. Später sagte Ribbentrop, Gauß hat mich verraten und verkauft. In der Tat war Gauß bereits damals zu einem Werkzeug der Anklage geworden. Es war Dr. Kempner, der ihn umgedreht hatte. Dr. Robert Kempner, Emigrant und Vertreter der Anklage, hatte Gauß massiv unter Druck gesetzt, indem er ihm mit der Auslieferung seiner Familie an die Sowjets drohte. Die Drohung, an die Russen ausgeliefert zu werden, war übrigens bei anderen Zeugen auch der Grund, warum sie sich nicht bereit erklärten, für die Verteidigung zu engagieren.
Als Gauß um Mitleid für seine Familie bat, schlug Kempner ihm einen Kompromiss vor. Wenn er sich der Anklagebehörde als Belastungszeuge zur Verfügung stellen würde, wäre die Zukunft seiner Familie gesichert. Gauß willigte ein und arbeitete von da an im Vorzimmer Kempners für die Anklagebehörde. Obwohl die Alliierten jeden Versuch der Verteidigung unterbanden, auf den Hitler-Stalin-Pakt zu verweisen, gelang es dem Verteidiger von Rudolf Hess, dem späteren bayerischen Justizminister Alfred Seidel, doch einmal das Thema anzusprechen. Doch da sich die Alliierten darauf verständigt hatten, in Nürnberg ausschließlich die von Deutschen begangenen Verbrechen zu richten, blieb Seidels Hinweis wirkungslos. Der die Sowjetunion kompromittierende Vertrag wurde als Entlastungsdokument nicht anerkannt. Der Angeklagte Nummer 2, Rudolf Hess, plante, als stärkstes Verteidigungsargument seine aufrichtigen Friedensabsichten bei seinem Englandflug im Mai 1941 herauszustreichen. Da er auf Dokumente keinen Zugriff hatte, beantragte sein Verteidiger die Vorladung von Professor Karl Haushofer als Zeugen. Haushofer hatte seinerzeit gemeinsam mit Hess dessen Englandflug vorbereitet und war daher in alle Details eingeweiht. Am 7. März akzeptierte das Gericht den Zeugen. Nur 24 Stunden später erhielten zwei britische Geheimdienstoffiziere den Auftrag, Haushofer an seinem Wohnsitz in Bayern aufzusuchen. Am 10. März trafen sie mit dem Ehepaar Haushofer zusammen. Genau an diesem Tag verstarben Karl Haushofer und seine Frau Martha. Als Todesursache notierte man damals lapidar Selbstmord durch Erhängen im Wald. In einem Telegramm vom 12. März berichteten die beiden britischen Agenten an ihren Chef Kirkpatrick von ihrem Besuch bei Haushofer. Entsprechend ihren Instruktionen vom 8. März wurde K. Haushofer am 10. März aufgesucht. Im Verhör stellte sich heraus, dass der Herr über das in Frage stehende Problem nichts weiter wusste. In Beantwortung unserer Instruktionen teilen wir Ihnen mit, dass das Problem, das diesen Mann und das IMT betrifft, jetzt aus dem Weg geräumt wurden. Aus dem Weg geräumt. Eine vielsagende Formulierung im Agentenjargon. Fakt ist, Professor Haushofer stand als wichtigster Entlastungszeuge für Rudolf Hess nicht mehr zur Verfügung. Und Hess wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihn deshalb zu verurteilen und nur deshalb zu verurteilen, weil er ein enger Gefolgsmann Hitlers war und deshalb dessen Pläne kennen musste und sie deshalb gebilligt hat, ist eine juristische Konstruktion, die weder unter Anstiften noch unter Beihilfe fällt. Und selbst diese Konstruktion mit der Verschwörung, die das Tribunal gewählt hat, deckt meiner Ansicht nach nicht die Verurteilung zu lebenslänglich. Julius Streicher, der ehemalige Gauleiter von Franken und Verleger des Stürmer, stieß selbst bei seinen Mitangeklagten auf Ablehnung. Die von ihm im Dritten Reich herausgegebene Zeitschrift Der Stürmer hatte Woche für Woche in übelster Weise mit bösartigen Karikaturen, abstoßenden Fotos und zotigen Texten gegen die Juden in Deutschland gehetzt. Bevor er sich dem Kreuzverhör stellte, überraschte Streicher das Gericht mit einer Erklärung über körperliche Misshandlungen in amerikanischer Gefangenschaft. Die Details dieser Misshandlung hat Streicher auch schriftlich fixiert. Seine aus dem Gefängnis geschmuggelten Aufzeichnungen werden hier zum ersten Mal gezeigt. Ich war 4 Tage entkleidet in einer Zelle. Ich wurde mit Zigaretten auf meine Brust schwarz gebrannt, auf den Nabel. Ich wurde mit der Peitsche auf den Geschlechtsteil geschlagen. Ich wurde auf den Boden geworfen. Eine eiserne Kette wurde auf mich gelegt. Ich sollte die Füße von Negern küssen. Man spuckte mir in das Gesicht. Man spuckte mir 2 Neger und ein weißer Offizier in den Mund. Und als ich ihn nicht mehr öffnete, wurde er geöffnet mit einem Holzstab. Und als ich um Wasser bat, wurde ich in das Klosett geführt. Man befahl mir, aus der Urinschale zu trinken. Und ich erkläre hier, damit ich nie missverstanden werde,
die jüdischen Offiziere, die uns hier zu bewachen haben im Gefängnis, haben sich korrekt bisher benommen. Jackson erklärte, dass er eine solche Misshandlung verurteile. Gleichzeitig schlug er vor, die Aussage Streichers aus dem Protokoll zu streichen, da die genauen Umstände zunächst untersucht werden müssten. Sein Antrag wurde vom Gericht angenommen. Julius Streicher wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Streicher ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Streicher war der widerlichste antisemitische Hetzer, den es gegeben hat. Aber in dem Urteil ist, soweit ich weiß, keine Kausalität nachgewiesen und ihm ist nicht nachgewiesen, dass er irgendeinen Befehl an irgendein KZ in einem KZ oder die Ausweisung von Juden in KZs betrieben hat. Er hat das getan in übelstem Maße, was man heute unter Volksverhetzung versteht. Aber die Kausalität, das heißt, dass seine direkt ursächliche gewesen ist dafür, dass Leute umgekommen sind, den Nachweis hat keiner gegeben. Was Jackson bei Streicher als bedauerlichen Einzelfall abtat, gehörte in den amerikanischen Internierungslagern zum Alltag. Folter galt als gängiges Mittel, um Aussagen und Geständnisse zu erzwingen. Am umfassendsten dokumentiert sind diese Foltermethoden im Rahmen eines US-Militärgerichtsverfahrens gegen 74 Angeklagte der Waffen-SS, das im Frühjahr 1945 in Dachau stattgefunden hatte. Im sogenannten Malmedy-Prozess, einem Vorläufer des Nürnberger Tribunals, stand ein spezielles Gefechtsgeschehen während der Ardennenoffensive im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Anklage erhob den Vorwurf, dass die Leibstandarte Adolf Hitler dabei ein kaltblütiges Massaker an amerikanischen Gefangenen durchgeführt hätte. Erklärtes Ziel des Verfahrens war es, durch eine Verurteilung der Angeklagten die gesamte Waffen-SS zu einer verbrecherischen Organisation erklären zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, erpresste man im Gefängnis von Schwäbisch Hall, in dem die Angeklagten untergebracht waren, unter schwersten Folterungen die zur Verurteilung notwendigen Geständnisse. Drei der damaligen Opfer erinnern sich. Geschlagen mit Fußtritten und Knietritten im Bauch und Geschlechtsteile, also an Schlägereien bis in die Zelle rein. Es gab auch andere Foltermethoden, dass Streichhölzer unter die Fingernägel getrieben wurden und die angezündet wurden. Und es gab andere Foltermethoden, wo in den Magen geschlagen wurde mit der Faust oder mit dem Fuß. Oder es gab andere Foltermethoden, wo Zähne ausgeschlagen wurden. Man hat in Schwäbisch Hall mir einen Prozess gemacht und zum Tode verurteilt und dann abgeführt in den Nebenraum, wo ich dann aufgegangen wurde, stranguliert. Und bin dann meiner Zelle wieder aufgewacht. Im Stil eines sowjetischen Schauprozesses, bei dem Ankläger und Richter identisch sind, schuf das Urteil dieses Verfahrens rechtzeitig vor Beginn des Nürnberger Prozesses die Grundlage, um sämtliche Angehörige der Waffen-SS zu Mitgliedern einer verbrecherischen Organisation erklären zu können. Die Dachauer Richter fällten seinerzeit 43 Todesurteile. Für die Urteilsfindung selbst brauchte das Gericht weniger als 2 Minuten für jeden Angeklagten. Die an die Öffentlichkeit gelangten Foltermethoden lösten in den USA eine Flut von Protesten aus und führten zur Einsetzung von 2 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die sich mit den Vorgängen befassten. Dass aufgrund ihrer Berichte sämtliche Todesurteile aufgehoben und alle Verurteilten, wenn auch oft nach jahrelanger Inhaftierung in die Freiheit entlassen werden mussten, spielte für die Nürnberger Prozesse keine Rolle mehr. Neben dem schon erwähnten Hitler-Stalin-Pakt gab es noch zahlreiche andere Themen, die im Prozess nicht angesprochen werden durften.
So verbat das Gericht den Verteidigern beispielsweise jede Berufung auf den Versailler Vertrag als Ausgangspunkt zur Erklärung des Nationalsozialismus. Die Alliierten wollten damit verhindern, dass ihre Mitschuld am Aufstieg Hitlers zur Sprache kam. Sie wussten genau, dass die Auflagen des Versailler Vertrages zu einer sozialen Verelendung breiter Massen in Deutschland beigetragen hatten. Ohne diese Verelendung und die damit verbundene Massenarbeitslosigkeit aber wäre der Aufstieg Hitlers unmöglich gewesen. Ein Verbot, das auch für das Plädoyer des Verteidigers von Rudolf Hess, Dr. Seidel, galt, dessen unzensierte Urfassung hier ebenfalls zum ersten Mal gezeigt wird. Achtmal unternahm Seidel einen Anlauf, sein Plädoyer, das auf die Bedeutung des Versailler Vertrages für Hitlers Aufstieg hinwies, vorzutragen. Jedes Mal wurde er vom vorsitzenden Richter unterbrochen. Auch der Versuch, sich auf eine amerikanische Kritik am Versailler Vertrag zu berufen, wurde abgeschmettert. Seidel wollte einen ehemaligen Staatssekretär des US-Außenamtes zitieren, der gesagt hatte: Wir haben einen Friedensvertrag, aber er wird keinen dauernden Frieden bringen, weil er auf dem Treibsand des Eigennutzes gegründet ist. Kaum hatte Dr. Seidel zu sprechen begonnen, als ihn der Vorsitzende Richter Lawrence wieder unterbrach. Wir wissen alles über das Argument. Wir wollen es nicht hören. Wir halten es für völlig unerheblich. Seidel wurde schließlich das Wort entzogen. Die Richter machten ihm zur Auflage, sein Plädoyer den Vorgaben des Gerichts anzupassen und es ihnen zur Prüfung vorzulegen. Erst die dritte Fassung wurde freigegeben und durfte vor Gericht vorgetragen werden. Nicht erwähnt werden durfte auch die Tatsache, dass Churchill ebenso wie Hitler die Besetzung Norwegens vorbereitet hatte und sein Plan nur scheiterte, weil die Wehrmacht ihm wenige Stunden zuvor gekommen war. Die Sowjets hatten einen ganzen Strauß von Themen, die tabuisiert wurden, um sie nicht in Verlegenheit zu bringen. Eines davon betraf die Ereignisse in Katyn. Im Frühjahr 1943 hatten deutsche Soldaten im Wald von Katyn in der Nähe von Smolensk eine Reihe von Massengräbern entdeckt. Die Exhumierung der Leichen wurde von einer internationalen Ärztekommission vorgenommen. Sie identifizierte die Leichen als die sterblichen Überreste von rund 4.300 polnischen Offizieren, die bereits 1941 vom sowjetischen Geheimdienst ermordet und an dieser Stelle verscharrt worden waren. Den wirklichen Tatbestand und die Schuld der UdSSR herauszuarbeiten, lag dem Gericht fern. Ein solches Vorgehen hätte auch den bereits angesprochenen Statuten des Londoner Abkommens widersprochen, in dem die Alliierten übereingekommen waren, dass das Nürnberger Tribunal ausschließlich für die von Deutschen begangenen Verbrechen zuständig sein sollte. Wir empfanden es als empörend, dass die Sowjets zu Gericht saßen, wo sie zur selben Zeit genau dasselbe taten, was sie verurteilten. Und dass sie verhinderten, dass die Massenmorde an den polnischen Offizieren in Katyn zur Sprache kommen durften. Das wurde ja ausdrücklich ausgeschlossen. Und jeder von uns wusste, dass diese Massenmorde stattgefunden haben. Das war ja auch international beglaubigt. Ich habe das früher auch so hingenommen, weil ich mir sagte, naja, Killer haben nichts anderes verdient, als dass sie selbst gekillt werden. Bis ich dann bei einer Aufnahme Wyszynski sah. Wyszynski in Generalsuniform, und das ist ja der russisch-sowjetische Killer in Person. Er hat alle Akteure der kommunistischen Partei, er hat sozusagen als ehemaliger Sozialdemokrat alle Kommunisten, die 1917 an der Oktoberrevolution teilgenommen haben, dann liquidiert in den großen Prozessen, dann aber auch noch die Generalität bis runter zum Hauptmann und dann noch die Geheimdienstoffiziere des NKWD. Das heißt, er war ein Massenkiller. Und er saß dort in weißer Uniform übrigens und guckte sich genüsslich die Bemühungen des amerikanischen Hauptanklägers an. Und da habe ich gedacht, was will denn der dort? Dort saßen Killer über Killer zu gerichten, das geht nicht. Grausame Aufnahmen aus verschiedenen Konzentrationslagern zeigten der Weltöffentlichkeit zum ersten Mal das ganze Ausmaß der Verbrechen und menschlichen Tragödien, die sich in den von Deutschland besetzten Gebieten abgespielt hatten. Bilder, die selbst bei den Angeklagten nicht ohne Wirkung blieben.
Viele rangen um Fassung. Papen und Schacht waren erschüttert. Funk weinte. Lediglich Göring zeigte sich äußerlich unbeeindruckt. Er hielt die von den Russen gezeigten Aufnahmen über Auschwitz für reine Sowjetpropaganda. Über diese Massenmorde befragt, erklärten alle Angeklagten übereinstimmend, von diesen Verbrechen nichts gewusst zu haben. Angesichts der furchtbaren Bilder machte der angeklagte ehemalige Reichsminister Hans Frank am 18. April 1946 folgende Aussage. Ich habe niemals ein Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihre Existenz gefördert. Aber wenn Adolf Hitler persönlich diese furchtbare Verantwortung auf sein Volk gewälzt hat, dann trifft sie auch mich. Denn wir haben den Kampf gegen das Judentum jahrelang geführt und wir haben uns in Äußerungen ergangen, die furchtbar sind. Und ich habe daher nur die Pflicht, Ihre Frage in diesem Sinne und in diesem Zusammenhang mit Ja zu beantworten. 1000 Jahre werden vergehen, um diese Schuld von Deutschland wegzunehmen. Angesichts der eindeutigen und unleugbaren Beweislage für die grauenhaften Massenmorde gibt das Vorgehen der Anklage bis heute Rätsel auf. Warum wurden Geständnisse unter der Folter erzwungen? Und warum schüchterte man Zeugen der Verteidigung ein? Ein besonders fragwürdiges Beweisstück präsentierte der amerikanische Ankläger Dodd. Nach seiner Version handelte es sich um den Kopf eines Mannes, den die Nazis ermordet hätten, möglicherweise deshalb, weil er Verkehr mit einer deutschen Frau gehabt habe. Später stellte sich heraus, dass es sich in Wahrheit um einen Schrumpfkopf aus Papua-Neuguinea aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg handelte, der aus einem deutschen ethnologischen Museum entwendet wurde, um in Nürnberg präsentiert zu werden. Am 26. Juli 1946 begann die Anklage mit ihren Plädoyers. Bevor der US-Hauptankläger Jackson die einzelnen Angeklagten charakterisierte und ihnen den jeweiligen Schuldanteil zumaß, führte er aus: In 8 Monaten, eine kurze Zeit für einen Staatsprozess, haben wir Beweismaterial vorgelegt, das einen so großen und verschieden gearteten Rückblick über die Ereignisse darstellt, wie er nur jemals im Rahmen eines Prozesses zusammenfassend gegeben worden ist. Es ist in der Zusammenfassung unmöglich, mehr zu tun, als mit kühnen Strichen die wichtigsten Punkte des düsteren und traurigen Materials dieses Prozesses zu skizzieren, das als der historische Text der Schande und der Verderbtheit des 20. Jahrhunderts weiterleben wird. Der britische Hauptankläger Harley Showcross forderte: Dieser Prozess muss zu einem Markstein in der Geschichte der Zivilisation werden, indem er nicht nur für diese schuldigen Menschen die Vergeltung bringt und nicht nur betont, dass Recht schließlich über das Böse triumphiert, sondern auch, dass der einfache Mann auf dieser Welt, und ich mache hier keinen Unterschied zwischen Freund und Feind, nunmehr fest entschlossen ist, das Individuum höher zu stellen als den Staat. Der später freigesprochene Angeklagte Hans Fritzsche notierte dazu: Die Plädoyers der Anklage wirkten auf uns wie eine kalte Dusche. Es schien, als hätte es überhaupt keine Beweisaufnahme gegeben. Was da gesagt wurde, glich in allen Einzelheiten dem, was wir bei der Eröffnung des Verfahrens gehört hatten. Was Showcross anging, könnte Fritzsche durchaus recht haben. Der britische Hauptankläger verließ nach der Verlesung der Anklage im November 1945 Nürnberg und war während des Prozesses keinen einzigen Tag anwesend. Am 31. August 1946, dem 260. Verhandlungstag, durften alle Angeklagten ein kurzes Schlusswort sprechen, das dem Gericht nicht zur Zensur vorgelegt werden musste. Einige nutzten diese Gelegenheit, um auf die Missstände des Verfahrens hinzuweisen. Die unter Eid gemachten Ausführungen der Angeklagten wurden von ihr dort als absolut wahr angenommen, wo diese zur Stützung der Anklage dienen konnten. Aber im gleichen Augenblick
als Meineid bezeichnet, wo diese Aussagen die Anklage widerlegten. Das ist sehr primitiv. Einige meiner Kameraden hier können bestätigen, dass ich bereits zu Beginn des Prozesses Folgendes voraussagte. Es würden hier Zeugen auftreten, die unter Eid unwahre Aussagen machen. Am 1. September, auf den Tag genau 7 Jahre nach Kriegsausbruch, begann das Gericht mit den Beratungen zur Urteilsfindung. Die damalige Wochenschau berichtete: Die Stadt der Parteitage wird heute zur Stadt der Vergeltung. Das Straßenbild spiegelt die Bedeutung des bevorstehenden Ereignisses. Das Gebiet um den Justizpalast ist für jeden Verkehr gesperrt. Panzer und Posten sichern die Straßenecken. Militär- und Polizeipatrouillen kreuzen durch die Stadt. Jeder zur Schlussverhandlung Zugelassene muss eine vielfache Kontrollsperre passieren. Am 1. Oktober 1946 verkündeten die Richter die Urteile. The International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Verurteilt sie das internationale Militärgericht zum Tode durch den Strang. The tribunal sentences you to imprisonment for life. The tribunal sentences you to death by hanging. The tribunal sentences you to death by hanging. Gemäß den Punkten der Anklageschrift, nach denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. The tribunal sentences you to death by hanging. The tribunal sentences you to death by hanging. The tribunal sentences you to death by hanging. Urteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. Urteilt das internationale Militärgericht Sie zu lebenslänglichem Gefängnis. Urteilt das internationale Militärgericht Sie zu 10 Jahren Gefängnis. The tribunal sentences you to imprisonment for life. The tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. Verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. The tribunal sentences you to death by hanging. The tribunal sentences you to 20 years imprisonment. The tribunal sentences you to 15 years imprisonment. To death by hanging. Die Angeklagten von Papen, Schacht und Fritsche wurden freigesprochen. Die 11 zum Tode Verurteilten verlegte man in den ersten Stock des Nürnberger Gefängnisses. Nach dem Abweisen aller Gnadengesuche wurde der 16. Oktober als Tag der Vollstreckung festgesetzt. Ausgerechnet Göring, der wichtigste Angeklagte, entzog sich in letzter Minute dem Galgen. Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn zuvor. Und das hat Dr. Bergold, der einigen Humor ja besessen hat, vorgetragen in dem Plädoyer, damit auszudrücken, ja, den Bormann können es auch nicht hängen, sie hätten ihn denn zuvor. Und als das Plädoyer zu Ende war, rührte sich Göring, erhob die Hand, um Dr. Berger an sich heranzuwinken. Ich folgte natürlich prompt, weil mich das interessiert hat, was da geschieht. Göring rieb sich die Hände und sagte: Herr Dr. Bergold, Sie haben mir die größte Freude gemacht mit Ihrem Ausspruch. Die Nürnberger hängen keinen, Sie hätten ihn denn zuvor. Am festgesetzten Tag, dem 16. Oktober 1946, vollzog der amerikanische Henker John C. Woods die 10 Todesurteile in dieser kleinen Turnhalle. Was besonders schockierend ist, ist, dass man es nicht so gemacht hat, in einer Art und Weise, dass der Hals brechen würde. In Nürnberg hat man es bewusst anders getan. Und zwar, die meisten hängten für 20, 22, 24 Minuten und der Tod ist nicht eingetreten. Keitel ist 24 Minuten da gehängt. Und wenn ich nicht irre, hat er sich das Gesicht vollkommen kaputt gemacht. Der ist
nicht irgendwie durch ein großes Loch durchgefallen und sozusagen schnell durchgefallen, sondern als die kleine Tür aufgemacht worden ist, war sie nicht groß genug. Und ich finde das natürlich eine Schande für uns alle, Engländer, Amerikaner, Franzosen und Russen, die die Verantwortung für die Erhängungen tragen. Der britische Hauptankläger Shawcross charakterisierte den Prozess als Markstein in der Geschichte der Zivilisation. Bischof Clemens August Graf von Galen, ein scharfer Kritiker des NS-Regimes, fällte ein gänzlich anderes Urteil. Dieses Gericht wendet einseitig Gesetze auf deutsche Kriegsverbrecher an, ohne die Kriegsverbrecher anderer Nationen überhaupt zu erwähnen. Wie muss dieser Prozess heute, 60 Jahre nach der Urteilsverkündung, gesehen werden? Man wollte, wie Herr Jackson formuliert hat, zwei Dinge klarstellen. Nämlich einmal, dass die amerikanische Kriegspolitik gegen Deutschland berechtigt war durch das Verhalten, das verbrecherische Verhalten der deutschen Regierung. Und zweitens, dass das deutsche Volk mal merken sollte, dass es eine Sühneperiode, Punitive Period, für Jahre verdient hatte. Das waren außenpolitische Ziele und für die hat man einen Prozess gemacht. Hier ist unter dem Vorwand der Rechtsstaatlichkeit blanke Siegerjustiz geübt worden. Angesichts der zahlreichen militärischen Auseinandersetzungen der jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart gewinnt die Frage Bedeutung, inwieweit die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs die von ihnen selbst aufgestellten neuen Völkerrechtsprinzipien auch auf das eigene Verhalten angewandt haben. Wir in Amerika sind einfach unfähig, uns selbst als Täter zu sehen. Wir sehen uns nur als die Träger der Demokratie, die Träger also des Rechts. Und wenn wir das Gegenteilige sehen, wollen wir es nicht glauben. So wie in Abu Ghraib oder in Guantanamo. Leider haben wir jetzt zu tun mit neuen Kriegsverbrechen. Als Beispiel können fungieren Jugoslawien, Irak, auch Afghanistan. Und dagegen wird nichts unternommen. Ja? Und man rechtfertigt diese Untaten. Wir sehen es jetzt, Saddam Hussein wird zur Rechenschaft gezogen wegen seines Einmarsch in Kuwait, aber Saddam Hussein hat auch den Krieg verloren. Angriffskriege führen immer nur Verlierer. Nun haben die USA einen Aggressionskrieg begonnen im Irak, im Nahen Osten und machen sich damit schuldig, selbst einen Angriffskrieg begangen zu haben. Und die sind ja dabei, einen weiteren Angriffskrieg gegen den Iran zu planen. Das heißt, sie müssten vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Und man weiß, es wird keine Richter geben. Denn niemand würde es wagen, den amerikanischen Präsidenten anzuklagen oder Rumsfeld anzuklagen oder andere Generäle anzuklagen. Damit zeigt sich Nürnberg letzten Endes in letzter Konsequenz als Farce.